Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir ein neues Einbauvideo und zwar bauen wir heute die Rocklights ein von Steady. Den wir zugeschickt bekommen von German Pickup Customs. Heute schauen wir mal, wie das funktioniert, wie wir die einbauen können. Wir haben schon das mal an Strom angesteckt, dass wir euch das zeigen können, wie das aussieht. Die kommen dann hier rein, da leuchtet dann der Radkasten, das sind 6 Stück. 4 Stück in die Radkästen und 2 noch unterm Auto, denke ich mal, irgendwo bei der Trittstufe da. Das kommt wirklich alles mit dem Paket, das ist auch aus Metall, also wirklich stabil. Hier sind die ganzen Anschlüsse drin, hier ist die Bluetooth-Box. Wir haben uns schon ein paar Stellen ausgesucht, wo wir die festmachen werden. Da werden wir einfach ein bisschen mitfilmen, mal ein bisschen reinfilmen, wo wir da genau bohren. Das ist bei jedem Auto natürlich ein bisschen anders. Deswegen ist das jetzt kein Beispiel für alle. Aber so seht ihr mal, wie man die verbaut und schauen wir mal, wie einfach es wirklich ist. So, wir bohren jetzt mal hier vor. Da kommen die bei uns hin. So. Okay. Wir bohren jetzt schon mal die andere Seite. Auf der anderen Seite haben wir gesprüht, das muss trocknen. Fallen wir das auch ein bisschen schön hier. Nicht wundern, wir haben hier etwas viel Rostschutz. Das ist noch alles vom Vorbesitzer. Was drauf. So. Nicht schön, aber selten. So, dann werden wir mal das erste probieren. Mal das Kabel hier durchfädeln. Und hier gleich mal anschrauben dann. Und dann müssen wir nach oben das Kabel dann natürlich rausziehen. 3,50 Meter kann lang sein. Da-da-da. Jetzt selbst schneidende Schrauben schneiden sich da einfach selber ins Blech. Okay. Dann haben wir hier den ersten eingebaut. Willst du mal testen? Nö, wir machen gleich mal das Kabel nach oben durch. Mhm. Hops. Ja, dann ziehen wir weiter. Ja, weiter. Erste Arbeit wird Kabel verlegen sein. Ja. Okay, dann haben wir das erste Kabel eigentlich hier oben. Schauen wir gleich mal, ob es funktioniert. Aber es sollte eigentlich. So. Jo, es leuchtet. Sehr gut. Das erste Licht ist drin. Die Kabel, das machen wir dann. Die machen wir später alles schön. Ich mache jetzt hier, weil wir da ja Metall haben, das ein bisschen scharfkantig ist, klebe ich da jetzt noch so ein bisschen Gaffer hin als Schutz. Ich denke mal, normalerweise bei den neueren Autos ist das ja alles aus Kunststoff. Da ist das dann nicht so schlimm. Ich mache es einfach drum, fürs gute Gewissen, falls sich das da irgendwie durchrubbelt oder irgendwas. Dann 2 Schrauben, Schrauber, machen wir die andere Seite. So, dann machen wir das hier auch durch. Gleiches Spiel wie drüben. Erstmal 3,50 Meter durchfummeln. Wir
versuchen das irgendwie bestmöglichst mitzufilmen. Das sind etwas unzugängliche Stellen des Fahrzeuges hier. Aber ich denke mal, das hat man verstanden, dass das Kabel hier durch muss. So, dann schrauben wir das da noch fest. Ja, jetzt habe ich's. Ja? Ja, hab's. Zack. Ich habe hier nur das Plastiksackel drum, damit wir diese kleinen roten Dichtungen nicht verlieren. Das nächste. Schließen wir das auch schon mal an. Schauen gleich, ob es geht. Ja, funktioniert. Leuchtet. Dann die hinteren. Die hinteren. Die schrauben wir einfach hier gleich an. Da müssen wir gar kein Loch bohren. Aufpassen, dass wir das Kabel nicht einzwicken. Aber so sollte das funktionieren. War es eigentlich auch schon. Wir verlegen jetzt noch das Kabel nach vorne, auf dem Rahmen oben lang, dann den Motor rein. Das ist ein bisschen Gefummel. Da muss mir die Marlene jetzt dann mal helfen. Jo. Jo. Ich komme. Ja. Okay, ich hab das Kabel. Wir haben das Kabel jetzt unten am Rahmen lang. Wir haben uns hier so eine Feder durchgesteckt, so ein Stück Holz. Dann haben uns das nach oben gefischt, das Ganze. Und stecken das jetzt auch mal an. Und nachher müssen wir das dann natürlich noch unten am Auto alles gescheit festmachen. Aber das machen wir dann später. Schauen wir erstmal, dass wir alle Kabel herkriegen. Wir haben jetzt mal 4 Kabel durch. Wir wissen noch nicht, wo wir die anderen 2 hinmachen, weil wir noch einen neuen Unterfahrschutz kriegen und so. Wir wissen nicht, wie groß der ist. Weil die anderen 2 wollten wir nicht unter das Auto machen. Die werden wir wahrscheinlich später einbauen, sind wir uns noch nicht ganz sicher. Aber jetzt kümmern wir uns mal noch um den An- und Ausschalter. Den werden wir jetzt mal noch ins Fahrzeuginnere verlegen. Dazu müssen wir innen wieder ein bisschen was abbauen. Das werden wir jetzt mal machen. Zerlegen wir mal wieder das Auto. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Kabel da durchkriegen. So, wir haben uns hier so ein, was ist das, Draht oder irgendwas zur Hilfe genommen, haben das von innen durchgesteckt, haben das Kabel auf der anderen Seite mit hier dran geklebt und haben es durchgezogen. Jetzt schauen wir mal, wo wir den Schalter anbringen. Wahrscheinlich, wenn das Kabel reicht, hier drüben. Oder ich muss das Kabel noch verlängern. Oder vielleicht sogar hier. Mal gucken. Oder vielleicht hier. Oder hier, oder hier, oder hier, oder hier. Ich weiß es noch nicht. Wir haben uns entschieden, wir machen den Schalter hier unten hin, dann ist er auch ein bisschen versteckt. Den kann die Marlene dann betätigen. Da reicht das Kabel genau bis dahin. Da muss man hier nichts verlängern, nichts wieder rumbasteln. Da passt es. Da kommt er hin. Aha, das ist doppelwandig. Zweischichtiges Plastik. Scheiße. Da hat uns das Plastik reingelegt hier. Wunderbar. So. Einen Moment. Ich muss kurz gucken, wie das angesteckt war. Ich habe mir hier ein Foto gemacht. Rote war in der Mitte. Das schwarze war hier. Das ist drin. Kabel da unten hin. So, was da rum. So. Fertig. Sieht schön da aus. Oder? Ja. Sieht schön aus. So, dann können wir das wieder an Strom anstecken und dann müssen wir es nur noch vorne im Motorraum verkabeln und unterm Auto noch. Das machen wir jetzt mal.
Kabel sind alle drin. Ich hatte euch ja schon mal in dem Unpacking-Video gezeigt, wie die App aussieht. Ich kann es jetzt hier noch mal kurz zeigen. Die werden wir jetzt mal hier anschalten, die Lichter. Da drückt man einfach auf den An-Knopf. Dauert das kurz, sind sie auch schon an. Ja, und dann kann man hier halt in der App ein bisschen rumspielen. Das ist immer ganz bisschen verzögert, aber das geht. Dann kann man hier so Regenbogen machen. Dann hat man hier, kann man die verschiedenen Farben einstellen. Ich muss selber mal rumspielen. Genau, blau, passend zu Eddie, rot. Dann kann man das mit dem Beat, also wenn ich so schnipse oder hier reinrede, dann blinkt es quasi nach meiner Stimme. Marlene kann ja auch mal von hier filmen, da sieht man das auch ganz cool. Da sind die drin. Wenn ich jetzt hier schnipse, dann ändert sich die Farbe. Ist echt mega geil, macht super Spaß. Ich freue mich schon, wenn es mal richtig dunkel ist, uns dann auszuprobieren. Wir haben jetzt 4 Stück eingebaut, jeweils in den Radkästen. Wir haben noch 2 übrig, da wollen wir aber noch warten, bis unser neuer Unterfahrschutz dran ist. Da wollen wir noch genau schauen, wo wir die positionieren unterm Auto, dass dann der Unterboden unterm Auto einfach noch irgendwie cool ausgeleuchtet wird. Das zeigen wir euch dann einfach in einem kurzen Video dann mal auf Instagram oder so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, konntet was mitnehmen. Lasst uns noch ein Abo da und ein Like, würden wir uns echt freuen. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt, ob ihr euch auch sowas einbauen würdet. Und falls ihr noch Hilfe oder Tipps braucht, sagt es einfach Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Servus!